Wunderschönen guten Morgen. Wir wollen heute einen Transportbefehl ausprobieren, beziehungsweise zwei, und zwar in und out. Gell? Und wenn wir uns erinnern, Gall von Neumann hat gesagt, gell, also wir haben die CPU, wir haben ja, ein Speicherwerk, gell, also Arbeitsspeicher sagen wir heute, also RAM, und auf der anderen Seite haben wir Input, Output. Und Input, Output ist ganz allgemein erklärt, alles, was also nicht irgendwo Speicher ist, gell, ist irgendwo ja, Hardware, auf die wir zugreifen können, die eine Adresse hat, die einen, ja, über Bus ansprechbar ist. Gell. Und beim Z80 gibt es eben diese zwei Befehle, die wir hier betrachten wollen. Gell. Also in, um etwas zu lesen, out, um etwas zu schreiben auf Input, Output. Und das wollen wir jetzt ausprobieren. Gell? Wir gehen dazu in unseren Emulator und jo, hier wollen wir was machen. Wir wollen uns einen Port definieren, aus dem wir lesen können, und einen, auf den wir schreiben können. Und alles, was wir auf den einen lesen, geben wir auf den anderen wieder aus. Gell? Also wir, ja, der Z80 liest einfach von einem und gibt es auf dem anderen aus. Und das, ja, dazu müssen wir hier beim Emulator zwei Ports definieren. Gell? Also Port die IO, gell? Configura, also immer schauen. Und zwar, wir sehen hier, ist im Moment kein Port definiert, weil wir können also kein Input-Output machen. Dann sagen wir neu und dann müssen wir hier konfigurieren. Einmal ist es Eingang oder Ausgang, weil zuerst nehmen wir Eingang, nehmen wir ja, die Adresse 0. Und ja, was zu sagen ist, weil also der Z80 hat für Input-Output 8-Bit-Adressen. Gell? Wir haben also 2 hoch 8 mögliche Adressen für Input-Output. Gell? Also 256 Adressen von 0 bis 255. Und wir verwenden jetzt die Adresse 0. Unten ist also auch, ja, eine Initialisierung dieses Eingangs 0. Das ist nicht so wichtig. Das können wir nachher eben zur Laufzeit setzen. Okay, jetzt haben wir einen Eingang, andere Adresse 0. Jetzt machen wir einen Ausgang. Der Ausgang, so, jetzt haben wir den Ausgang gemacht und jetzt müssen wir eine Adresse wählen. Die Adresse, die vorgeschlagen ist, ist 0, aber die ist schon besetzt. Die Adresse 0 ist unser Eingang. Wir verwenden die Adresse 1. Der Anfangswert, ja, ist hier auch 0, gell, aber der, ja, den bestimmen wir dann unser Programm, gell. Okay, bestätigen. Jetzt haben wir 0 und 1, die zwei Adressen für unsere Ports auf Input-Output. Die gehen wir jetzt verwenden und schreiben ein minimales Programm. Und hier wollen wir eine Schleife machen, die immer weiterläuft und immer von Port 0 liest und auf Port 1 ausgibt, von Port 0 lesen, auf Port 1 ausgeben und so weiter. Gell? Und ja, dafür müssen wir eine Schleife machen. Wir haben aber keine Schleife, also müssen wir springen. Gell? So, gell? Mit einem Stoßgebet wollen wir das überstehen. Und zwar wollen wir dann immer, ja, also vom Ende nach oben springen, vom Ende nach oben. Dafür müssen wir das oben definieren. Wir müssen eine Adresse angeben. Gell? Aber unser Assembler hilft uns. Und er unterstützt Marken, Labels, gell, würde auch jemand sagen, Labels oder Marken, gell, und da sagen wir einfach, unser Label ist Start. Und hier beginnt es, gell, ganz am Ende schreiben wir prinzipiell ein Halt und vor dem Halt springen wir zurück zum Start. So, das ist also unsere, ja, unser Rahmen, gell. Und jetzt gehen wir programmieren. Und zwar müssen wir nach dem Label, nach der Marke, den ersten Befehl schreiben. Wir können also nicht in der nächsten Zeile schreiben, das muss direkt hinter Start passieren. Und zwar zuerst wollen wir einlesen. Einlesen von Port 0. Gell? Und jetzt gehen wir mal schauen, innen, was haben wir alles. Gell? Gehen wir da mal zu unserer Befehlsliste.
Und wenn wir da schauen, wo ist A? In ist hier. Da können wir machen in A und dann indirekte Adressierung mit der Adresse im Register C. Gell? Aber wir wissen ja die Adresse, also ist es in A und dann N. N ist also die Adresse. Gell? Der Befehl wäre DB und dann 20 ist der, oder 20, nicht 20, 20 hexadezimal. Ist die Beispieladresse. Gell? Okay, also mit A müssen wir arbeiten. Also in A ist also unser Akkumulator und dann können wir die Adresse angeben, 00 hexadezimal. Und dann schauen wir zu Out. So schauen wir, ob es ein Out gibt hier in der Liste. Gell? Ja, hier gibt es ein Out. Out gibt es dann Out, CCC, alles indirekte Adressierungen. Uns interessiert die direkte, gell? Out, N-A, N als Adresse, 01 Hexadezimal kommt hier hinein. Und wir sehen, das müsste ein D3 sein. Und 20 ist wieder die Beispieladresse hier. Gell? Okay, ja, dann gehen wir mal schauen in von A und dann Out. Dann in Klammer die Adresse 01 Hexadezimal und was? Das A. Dann gehen wir das assemblieren. Also, Compiler steht da, gell? Und der hat es übersetzt. Und wenn wir hier schauen, hier haben wir dann den hexadezimalen Code. Start kostet uns nichts. Start ist nur ein Label im Assembler, gell? Der dann für die Adresse 1000 steht. Und dann steht der erste Befehl hier in A von 00. Und was steht denn hier im Code? Hier steht also D. Oh, was heißt denn das? DB müsste es heißen. 00, gell, von 00. Und dann out nach 01 von A, gell? Und das ist das D3 01. D3 Opcode, gell? Und DB Opcode. Und ja, und dann Jump Start. Was ist denn Jump Start? Jump Start ist ein C3. Dann kommt die Adresse. Und wir sehen, hier steht 0010. Warum nicht 1100? Weil wir zuerst das Low Byte haben und dann das High Byte. Gell? Und das Low Byte von 10000 ist eben das 00. Und dann kommt das 1, 0, gell? Und dann kommt das Halt. Das Halt ist 7, 6. Wenn wir das anschauen im Speicher, gell, können wir hier hinuntergehen bis zu 1, 0. So, schauen wir, ob wir das finden. Bis zu 1, 0, 0, 0, 0. Und dort müssten wir das, dort finden wir das, gell? Das schaffen wir noch. So, und hier finden wir also unseren kleinen Code. Gell? Wie lang ist der Code? 2 Byte, 4 Byte, 7 Byte, 8 Byte. Gell? Also von 1000 bis 1007. Gell? So, und jetzt wollen wir auch ausführen. Gell? Machen wir dafür Step, einen Schritt. Gell? Und jetzt sagt er, ah, die Ports braucht er. Okay, wo er recht hat, hat er recht. Gell? Wir können hier sagen, klicken das in an und das ist unser Eingangsport. Gell? Port Nummer 0 steht hier, weil wir den hier konfiguriert haben. Und Ausgang, hier steht Port Nummer 1 müssen wir hier haben. Gell? So, probieren wir mal, geht das überhaupt? Doch, das geht. Okay, alles, was wir oben anklicken, geil, also wir können das Badge anklicken, lesen wir und dann wird es ausgegeben. Geil. So, was hier nicht steht, ist die Adresse. Geil. Das ist egal. Okay, dann gehen wir hier mal her, gehen das schön ausmachen, den Eingang. Und das durchlaufen wir jetzt. Wir sehen hier der Pfeil, das ist der
Programmcounter, der hier steht, gell, der zeigt hier auf 1000, gell, und wenn wir jetzt diesen Step machen, dann gehen wir den Eingang lesen, gell, Step. Wo landet er? Er landet im Akkumulator, weil hier A01 Hexadezimal. Wenn wir jetzt einen weiteren Schritt machen, dann wird Out gemacht. Wir sehen Out, es leuchtet alles. Wenn wir jetzt einen Schritt machen, Step, dann leuchtet nicht mehr alles, sondern das, was wir eingegeben haben. Gell? Der Programmcounter zeigt jetzt schon auf den Jump, das ist der nächste Befehl, und wenn wir den jetzt durchführen, dann wird der Programmcounter wieder auf 1000 gesetzt, weil wir springen dorthin. Dort ist Start. Gell? So, Jump, wir sind oben. Gell? Und wenn wir das jetzt, ja, können wir dann noch was setzen, setzen wir 1,1 Hexadezimal, nochmal Step. So, wir haben 1,1 gelesen, noch nicht ausgegeben, nochmal Step. Jetzt haben wir 1,1 nicht nur gelesen, sondern auch ausgegeben. Gell? Und wir haben 1,1 ausgegeben, und wenn wir nochmal Step machen, dann sind wir wieder am Anfang. Gell? Ja, das sind einfache Möglichkeiten unseres Emulators. Gell? Wenn wir da wieder zurückgehen, dann sehen wir, dass wir hier also zurück zum Editor, und hier ist die Möglichkeit der Konfiguration unserer Boards, gell? Und hier können wir programmieren, und mit dem Assembler können wir das wieder übersetzen, und dann können wir das hier ausführen, gell? Wir könnten auch ran machen, gell? Dann fragt er uns ja, wie oft dann, gell? Also nee, er fragt uns, einen Breakpoint zu setzen, gell? Und wenn wir das irgendwo da drinnen setzen, dann bleibt er dort stehen, gell? Wenn wir etwas außerhalb setzen, dann läuft er ins Unendliche, gell? Also für unsere kleinen Programme hier, die wir uns den Z80 vorstellen sollen, gehen wir hier eher mit dem Debugger einfach Schritt für Schritt das machen. Okay, ja, das war Input, Output.